Hallo Thomas, schön dich hier zu treffen auf der CeBIT wie jedes Jahr. Was habt ihr dieses Jahr Neues zu berichten? Ja, in diesem Jahr gibt es eine Vielzahl von Neuigkeiten, die wir unseren Kunden präsentieren. Ein Riesenthema ist natürlich All-IP und was kann man unter den neuen Szenarien für Lösungen als Hardwarehersteller anbieten. Ein weiteres Thema ist neues, modernes Arbeiten in Open Spaces, wo wir Headsets anbieten, die durch Gegenschalltechnik nicht nur konstanten Lärm eliminieren können, sondern auch die Sprache der Kollegen im Teamarbeiten so reduzieren, dass ich mich konzentrieren kann auf meine Arbeit. Wir sind auch sehr happy über die Kooperation mit euch. Ihr seid ja auch immer bei irgendwelchen Hausmessen präsent oder dass wir gemeinsam Roadshows machen. Das ist eine tolle Kooperation. Wie seht ihr denn den Mehrwert in dieser Kooperation? Also für uns als Schnittstelle Mensch-Maschine, das heißt mit unseren Headsets, wo wir dann dem User die Lösung greifbar machen und fühlbar machen, wir sind darauf angewiesen, hinten dran eine hochprofessionelle Lösung anbieten zu können. Wir sind in einer Kette vernetzt und mit einer Lösung von Starface haben wir einfach den großen Vorteil, dass wir darauf vertrauen können, dass alles, was im Hintergrund läuft, auch wirklich 100% funktioniert. Das ist gerade für Sennheiser mit unserem hohen Qualitätsanspruch natürlich enorm wichtig. Ich habe verstanden, dass die CeBIT für euch auch eine ganz wichtige Messe ist und dass ihr sicherlich dann die nächsten Jahre auch noch dabei seid. Absolut. Also auch wenn die optische Wahrnehmung der Besucherzahl von Jahr zu Jahr geringer geworden ist, so ist der Anteil der Fachbesucher, die also für uns relevant sind, von Jahr zu Jahr gestiegen. Also ein ganz eindeutiges Jahr für die Zukunft für die CeBIT. Ich danke dir für das Gespräch. Sehr angenehm.